Willkommen zurück zu Enderal. Ja, Ladies and Gentlemen, geht leider nicht. Mir ist wieder eingefallen, woher ich das kenne und es geht ja nicht. Liederliste. Ja. Wir haben beim letzten Mal den Tipp bekommen, wir sollten mal einen Schrein aufsuchen und ja, es ist tatsächlich so, Hallo. Das scheint der Schrein zu sein, weil ich habe mir die Aufnahme mal angesehen und er sagte auch, vielleicht weiß der Pater, der redet immer davon. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Wissen erstmal. Könnt ihr mir erklären, was es damit auf sich hat? Das hatten wir beim letzten Mal schon mal. Ist zum einen die Heilige Schrift, die sowohl die Offenbarung der Lichtgeborenen nach dem Fall Azathoth als auch die Reise der ersten Vasallen. Bla bla bla. Die ich will nur das Wissen und alle leben. Nicht. Die heilige Berufung. Nur ein im Geist geeintes Volk kann die Zeit überdauern. Bla. Eigensinn und Gier sind zwei der Gründe. Bla. Es gibt die Schaffenden, deren harte Arbeit. Das kennen wir alle schon. Es wird einem gesagt, was man wird. Und die Erhabenen. Bla, bla, bla. Unser Land zu führen. Innerhalb seines Pfades ist ein jeder frei zu wählen, aber die Grenzen zu überschreiten ist fast. Fast immer. Es gibt Ausnahmen, in denen. Ganz ehrlich, ich will das alles gar nicht wissen. Das wäre auch das, was ich persönlich wegklicken würde. Sie wird in der gesamten Zivilisierung. Reise der Vasallen. Aber euch die ganze Geschichte zu erzählen, würde den Rahmen. Gut, dann skippt mir das einfach. Aber euch die ganze Geschichte zu erzählen. Zurück! Warte mal. Verstehe, danke für die Erläuterung. Kind. Wir hatten eigentlich noch mehr, ne? Da stand noch mehr. Ich weiß, das Ganze fängt hier gerade ein bisschen blöd an, aber wir müssen das Wissen sammeln als Quest, nicht wahr? Wenn ihr so empfindet, dann kann ich nichts für euch tun. Entschuldigung! Viele Fremdländer, vor allem Nerimesen, zweifeln am Pfad. Solange ihr unser Gesetz und unseren Glauben aber. Ich kann nicht mal weg! Soll euch das freigestellt sein. Also, habt Respekt. Nein, habt du Respekt vor meiner Freiheit, ja? Lass mich gehen. Ja, manchmal ist es irgendwie so, wenn ich halt hier so auswähle und dann so mache, dann wählt er trotzdem jetzt zum Beispiel das hier aus. Und das ist halt irgendwie blöd. Was ist damit? Wissen. Der Pfad ist und natürlich die Tugend des Pfades. Ist mir schon aufgefallen, dass es ein bisschen blöd gemacht worden. Mehr, genau. Guck mal, hier gab es schon mehr Auswahlmöglichkeiten. Ja. Hier war da was, oder? Aber euch die ganze oder hat mich das schon? Erzählen, würde den Rahmen sprengen. Okay, hatten wir schon. Sehr gut. Wollt, ich möchte gerne wissen, ob er kurz was Interessantes hat. Interessant erklärt. Von den seltsamen Geschehnissen in Ark habt ihr sicherlich schon gehört. Ich weiß, die Raptoren sind wieder ein bisschen wütender als sonst, aber die Dillos, die machen das schon. Hat, sogar aus was? Flussheim. Es macht mich traurig, derartiges zu hören. Ja, der weiß aber anscheinend lass auch nichts, mal ne? Sehen. Ja, das ist kein Gebrechen, was die Lichtmagie nicht heilen könnte. Malphas, segne diesen Körper, entledige ihn seiner Leiden und schenke ihm Lebenskraft. In Ewigkeit Amen. Und neue Stärke. Alle Krankheiten geheilt. Lasst mal gut. Sehen. Ja, das hatten wir schon, du wiederholst dich. Gut, wir haben ein Problem und zwar, er hat es nochmal gemacht, okay. Guck mal ganz kurz, ob das jetzt hier nicht mehr wirkt. Anscheinend ist es nicht mehr so extrem wie eben. Ja, das Problem ist, irgendwas ist am Schreien und wir wissen nicht was. Ich habe dem Pater jetzt mal ein Weilchen zugehört, aber er hat nichts gesagt, was wirklich interessant ist. Aber mir fällt gerade was Interessantes auf und zwar erhaben, stolz und voller Kraft, sobald er für den Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not auf unserem Pfad bis in den Tod. Mit der Lichtgestalt nicht beruhigen. Erinnerte sie sich doch an irgendwas ist mit dieser Statue, Momente, die glaube ich. Sie zu gebracht hat. Oh, Lichtgeborener, Entschuldigung, das war keine Absicht. Irgendwas ist wohl mit. Ich werde ihn niemals wiedersehen. Wieso strafst du mich mit all der Trauer und den Schmerzen? Dem Ding hier. Habe ich nicht auch wegestreu gelebt, dir stets gehuldigt, den Pfad geehrt? Ist vielleicht Malphas selbst gemeint? Ich verstehe es nicht. Ich wollte ihn auch schon mal ausrauben, gucken, ob er einen Schlüssel hat, um hier reinzugehen, aber nicht einmal das ist der Fall.
Für einen kurzen Moment spürt hier kann man aber auch nichts irgendwie anklicken. Vielleicht ja, kann ich ja hier... Habt ihr was gehört von Abenteuer nützlich sein konnte? Nein. Passt auf euch auf. Es gibt auch so absolut... Bla bla bla. Das Blöde ist halt tatsächlich... den im Gedicht beschriebenen Ort finden. Den Ort habe ich meiner Meinung nach gefunden. Das sieht für mich nach diesem Schrein hier aus von Malphas oder wie der Typ heißt, halt der lichtgeborene Gott oder was das sein soll. Aber es scheint nicht dieser Ort zu sein. Und das ist halt... Oh Gott. Ich glaube echt, ich muss in dieser Bibel von denen nachlesen, wo das vielleicht sein könnte. Bis dahin freuen wir uns über diesen wunderbar langen Ladebildschirm, der natürlich sehr ausladend lädt. Oh gut, guck mal. Stark, kraftvoll. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen ganz besonders großen und alten Baum, der halt besonders irgendwie auffällt? Das wäre so das Nächste, was mich irgendwie, wo ich halt denken könnte, das wäre es, aber... Es ist hier absolut gar nichts da und... Irgendwie so wirklich einen Schrein haben wir hier auf der Karte auch nicht markiert, nicht wahr? Ich glaube, ich lese mal die Bibel durch. Irgendwann will ich auch mal nach Ark. Alles soll so groß und glänzend sein dort. Schreitet wohl, Maesir. Schreitet wohl. Lebt wohl. Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Hey, ihr da! Wollt ihr was wirklich Tolles wissen? Ja, würde ich gerne. Halt, was Tolles halt. Ein Geheimnis. Ich kenne eins. Und wenn ihr mir... 30 Groschen gibt, dann sag ich's euch. Das Geheimnis ist, es gibt ja keins. Wetten? Geh Quicksave? Nicht. Und warum sollte ich glauben, dass ein Kind mir irgendwas Interessantes hat? Ja gut, komm. Erst das Geld. Oh, Wahnsinn. Das sind wirklich 30. Oh, seid großartig, danke. Also, kennt ihr Monsieur Mitumial? Nein. Gerber? Ja. Was mit dem? Hat er eine Affäre? Ich habe ihn vor ein paar Tagen mal in der Früh in seiner Wohnung hämmern hören. Aha. Und habe mich ans Fenster geschlichen, um zu sehen, was er da macht. Und? Er hat ein Geheimversteck in seinem Haus. Und da drin war etwas, das richtig geglitzert hat. Ich glaube, man muss irgendwelche Hebel in seinem Haus richtig drehen. Dann geht das Versteck auf. Wenn er nicht da ist, natürlich. Aha. Schau mal weiter. Danke nochmal und schreitet wohl. Eine tolle Rüstung, die er da tragt. Danke. Hallo. Ich kann die nicht bestehlen. Scheiße. Ja, wo ist denn sein Haus? Jetzt will ich lieber bei den Gerber rein. Ihr seid nicht von hier, oder? Geredet habt. Ja. Stimmt, ich komme aus Deutschland. Schreitet wohl. Ja, was ist das für ein Spruch? He? Gucken wir doch erstmal nach den Kopfgeldaufträgen. Der weglose Redrick Borenstein wird gesucht für mehrfachen Betrug und schweren Raub. Er ist stämmig, hat blaue Augen und einen blonden Bart. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 180 Endralea-Groschen ausgeschrieben. Gut, nehmen wir auch noch mehr. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Hab ich reizzufälligerweise... Warte, guck einfach mal. Den hatten wir noch nicht, den wir hatten. Der war doch da, genau. Da, nee, der war... Da war der. Nein. Hä? Wo waren die? Ach, egal. Gut, der Gerber ist natürlich gerade nicht zu Hause. Und das ist der Haus, das Haus des Gerbersmanns. Er ist nicht zu Hause, das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar... Und er kommt auch nicht.
Das heißt, wir haben hier freie Hand. Eine Säge, die brauchen wir nicht. Was bist du? Wo hat die gesagt, wo das war? Hübsch. Irgendwo glitzert etwas. Man müsste... Warte mal. Ich habe echt Probleme mit dem Zuhören, ne? Wo war das? Unter seiner... Nee, scheiße, nicht zugehört. Fuck. Hinter seinem Schrank oder wo? Weil der steht ja schon ein bisschen verdächtig. Okay, da ist ein Hebel. Dann... Hast du was Verdächtiges? Nicht. Jetzt sind es nur noch 17 Groschen, die wir gut machen müssen. Eine Hebelkombination meinte sie, aber es ist nur ein einziger... Ah, da ist noch einer. Okay, zwei Hebel haben wir gefunden. Wir probieren nochmal andersrum. Die scheinen ja auf Zeit zu sein. Hier ein Bild vielleicht? Können wir es kaputt machen? Ich glaube nicht. Die feine Kleidung, die können wir nicht... Es bringt gar nichts, das zu klauen, weil... Der Scheiß ist leider tatsächlich auf... Ich wollte eigentlich den Hammer noch ein bisschen nehmen, weil der keine Auflagen verbraucht. Ah, da ist noch ein Hebel. Da war ein Geräusch. Aber wo ist das Versteck? Ich hab's mir echt nicht gemerkt, wo das war, sorry. Hey. Es ist schon offen. Ja, da war das Versteck und einfach nur alle drei gleichzeitig, das war gar kein Problem. Habe ich natürlich wieder mit links gemacht, hat man ja gesehen, wie gut das Ganze war. Gucken wir doch mal, was wir uns da alles Schönes rausgeholt haben. Einmal die magischen Disney. Das war hier, ne? Warte. Ich hab's gleich. War das hier? Wir haben doch gerade eben hier irgendwo... Wie es aussah. Na? Ein Buch rausgeholt, das uns im Nahkampf stärkt. Jedenfalls sah das Ganze danach aus. Da? Da, Gesellen-Einhandkampf. Brauche ich nicht. Ich brauche tatsächlich nur zwei Hand. Was bist du? Leichte Rüstung brauchen wir auch nicht. Mentalismus. Nein. Ich habe irgendwas gegessen, was ich essen wollte. Egal. Ja. Es wird dunkel, wie man sieht. Das heißt... Ich mache was echt Blödes, okay? Achso, weil es als Einbruch zählt. Kann ich nicht schlafen. Ja, verdammt. Es wird langsam Nacht. Kann man das sehen auf der Karte, ne? Wir haben 6 Uhr abends. Ich habe schon 6:30. Und das Problem... Warte mal. Halt die Backen, alte Kuh. Ich wollte gucken nach der Halskette, die ich eben... War das der hier? Mana regeneriert schneller. Und was haben wir hier? Dann nehmen wir natürlich das hier, weil das ist auch viel besser. Und ist denn noch... Was mit dir? Oh weh. Alles in Ordnung? Ich spüre Schwingungen. Schreckliche Schwingungen. Oh ja, ich spüre sie ganz deutlich. Und ich spüre sie auch. Ganz schreckliche Schwingungen aus deinen Stimmbändern. Oh ja. Schlimme Schwingungen.
Etwas Seltsames umgibt euch. Ja, und etwas Seltsames kommt aus euch. Oh, oh nein! Sie ist indigo-blau. Die Farbe der Sterbenden. Ich dachte, die Farbe der Sterbenden wäre grün. Die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Hoffentlich kommt die Oh weh. Das verheißt nichts Gutes. Und für nur 150 Groschen. Ihr habt Glück. Könnt ihr das bei mir heilen lassen? Ich befinde mich, ähnlich wie ihr, in einer tragischen Situation. Und na, so ein Zufall aber auch. ja, und wie? Spezielles Objekt im Angebot. Einen Schädel. Den Überlieferungen nach stammt er aus den Mitten der roten Wüste Kyras. Und von uns Arkanisten wird er nur der Meisterschädel genannt. Und rein zufälligerweise ist er in deinem Besitz. Ein waghalsiges Experiment. Aber wenn ihr den Schädel bei Mitternacht für eine Stunde auf dem Kopf balanciert, was? Könnte das eure Aura wieder harmonisieren. Vielleicht. Wenn ihr wollt, dass ich euch helfe, will ich dafür eine anständige Belohnung. Kein Haufen alter Knochen. Na schön, warum nicht? Wobei benötigt ihr... Es könnte jetzt lustig werden. Schnell erklärt. Mir wurde vor einigen Tagen etwas extrem kostbar. Ich weiß nicht. Mein Schönheitstrank. Hat ja nicht geholfen. Und während ich bis vor kurzem im Dunkeln tappte, habe ich nun einen Verdacht, was passiert sein könnte. Du hast also auf einmal getrunken, hat nicht gewirkt. Aura-Dieb hat in mir gestohlen. Verdammte Bauern. Nein, ich bin raus. Nein, ich mach das nicht mit. Na schön, ich werde sehen. Ich werde ganz schnell reden. Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme. Honigfluss. Und sie flüsterte 5 Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Ja. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Mhm. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich den Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entlohnen. Ja, mit dem Schädel, den ich mir mitten auf den Kopf legen soll, ne? Schreitet wohl. Aber ja. Gott, ey. Aber ja. Hast du rein zufälligerweise ein Buch für mich? Ich würde es ganz gerne, Alter. Hat sie nicht. Schade. Wäre sehr cool gewesen. Aber leider nicht. Okay. Ich kann dir irgendwas andrehen. Und zwar Sachen, die ich schon habe, nicht wahr? Die Lehrlingsbücher, ich behalte die auf jeden Fall noch. Die Bücher, die ich doppelt und dreifach hatte, die hat sie schon. Ich gebe dir mal das. Das Unterwasseratmen behalte ich mal noch. Und hast du vielleicht was Waffen? Stab der Erdung, Stab der Heilung. Stab des Feuerzorns. Ja, die Sachen brauchen wir alle nicht. Gut, ich habe ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Haben wir irgendwo eine Herberge, dass ich mal so eine Nacht knacken kann? Krämerladen. Ist aber ein bisschen blöd, dass ich gar keine Städtekarte habe, ne? Wir können mal die schlechten Schwingungen auch direkt auswählen. Weil die sind nämlich beide direkt nebeneinander. Die würde ich ganz gerne schaffen. Und das ist nicht das Symbol für ein Inn. Haben wir hier eins? Auch nicht. Gib mir wenigstens ein Feldbett, irgendwas, wo ich schlafen kann. Hauptsache nur, dass ich nicht in der Nacht hier rumwatscheln muss. Das ist ein bisschen blöd, weil da sieht man nämlich gar nichts. Kuros. Hi, hast ein Bett? Ich nehme auch das hier. Wenn es gehen würde. Hi. Ah, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Hey! Und jetzt versuchen wir ihn wieder zu beleben. Es hat doch keiner gesehen.
Woher wissen die, dass ich jetzt hier Mörder bin? Willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Zeig mal, was ihr im Angebot hat. Ich will gar nicht wissen, wo du deine Waren herst. Schaut einfach selbst. Dietriche. Dankeschön. Hast du irgendwas? Ah, die verstärken mich, ne? Hast du was mit Fechtmeister? Hast du rein zufälligerweise... Ich hab das Gefühl, die bringen gar nichts. Die sehen zwar so ein bisschen so aus, als hätten die vielleicht irgendwas, aber... Genau, das meinte ich doch. Das habe ich gesucht. Leicht Magie, parieren, schleichen, schwere Rüstung. Verbessert schwere Rüstung für Gesellen. Bis Fertigpunkte. Die sind so teuer. Ein Hand. Hast du zwei Hand? Lehrlingsbuch. 1 bis 25. Davon gönne ich mir mal zwei Stück. Die kosten 86. Viel habe ich gar nicht. Ich nehme mal drei. Ja, komm. Der hat kein Zweihand. Okay. Okay. Schreitet wohl. Hast du da noch mehr solcher Bücher? Nein, das war falsch. Objekte. Habe ich überhaupt Punkte? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich friss die einfach mal. Hier waren nicht, die waren hier, ne? Schwere. Wie viele Punkte habe ich eigentlich noch? Ich kann, glaube ich, mit H war das, ne? Genau. Gut. Wo sind meine Punkte? Ich habe Lernpunkte, 10 Stück. Erhält ihr den Stufenaufstieg, ihr benötigt sie, um Lehrbücher zu lesen. Ich kann also noch 10 Stück lesen, das ist ziemlich klasse. Die eure Kampffähigkeit steigert und ihr beim Meistern der jeweiligen Forschungsstunde stehen könnt. Handwerkspunkte, Erinnerungspunkte. Ich kann sogar einen Skillpunkt verteilen. Sollten wir vielleicht mal machen. Handwerkspunkte. Sollen wir noch, Ich würde gerne meine Punkte in zwei Handwaffen reinstecken, aber der hat ja nichts. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen einmal ganz kurz in die Meditation und verteilen unseren Punkt. Danach suchen wir den Kopfgeld auf und freuen uns dann. So, das hier war Arkane-Macht, irgendwas davon war, nee, nicht Psionik, ich möchte ganz gerne Lichtmagie, genau. Lichtmagie würde ich ganz gerne deutlich verbessern. Aber erstmal, Zweihandwaffen verursachen mehr Schaden. Weitere 10%. Ich glaube, wir gehen erstmal... Ja, wir erhöhen erstmal das hier, ne? Zack. Gut, jetzt mal wieder ein bisschen mehr Schaden. Und haben keine Punkte mehr, was ich sehr schade finde. Das hier war Lichtmagie, ne? Genau, da brauchen wir noch ein paar Punkte... Könnten auch einfach uns Lichtmagie-Bücher kaufen. Ich denke, das wäre gar keine so blöde Idee. Ich schau mal ganz kurz, ob der irgendwas hat, weil ich weiß, dass die erhöhten Punkte ja natürlich auch die Stärke verbessert, ne? Ja, ja, komm. Schaut einfach selbst. Da, Lichtmagie. Aber der ist auf Geselle. Ich schau mal ganz kurz nach, wie hoch ich bin. Ich sollte ja nicht so hoch sein. Lichtmagie. Psionik, da, 16 bin ich. Okay, auf jeden Fall muss das verbessert werden. Woher bekommst du die eigentlich, ha? Woher? Unterschiedlich. Aha. Oder sagen wir, sammelte. Aha, okay. Dies ja, genauso wie ich übrigens, nur halt mit weniger Morden. Und mit mehr Abkaufen. Gesellenbuch, Lichtmagie brauchen wir aber für Anfänger. Da, 86. Ich habe noch ein paar Punkte. Ja, ich denke mal, zwei sollten drin sein. Hauptsache, wir kriegen hier ein bisschen mehr Bums in unserer Heilung. Dass wir weniger verbrauchen an Mana und ein bisschen mehr... Na? Da. Bisschen mehr Verfeilung bekommen. Jedenfalls mehr Heilung pro Mana-Punkt. Das wäre auf jeden Fall genau das, was ich ganz gerne haben möchte. Gut, anscheinend finde ich leider kein Bett, was ich sehr doof finde. Wo habe ich eben gepennt?
Da war ein kleines Haus. Ja, ich find's, ich glaube, die Welt nach draußen, die braucht ein bisschen länger zum Laden. Ich werde es aber nicht rausschneiden, weil es ist... Aber du spielst auf einer SSD. Wie lange soll das denn bitte schon dauern? Ja, schlafen. Ich möchte schlafen. Ist das ein Inn? Das ist ein Schild, wo drauf steht, du kannst hier schlafen. Aus der Majors. Der Majors. Vielleicht haben die ja ein Bett, was sie mir überlassen möchten. Hi! Gott. Ihr seid kein Flussheimer. Nein, ich suche nur ein Bett. Ein Bett! Wieso hat hier keiner ein verdammtes Bett? Mann, ich bin so müde. Och, das sind Scheißpflanzen. Ich bin wieder weg. Ich will nur einen Platz zum Schlafen haben. Feldbett würde mir ausreichen. Aber ihr habt ja alle nix. Dreckige Gast. Freundschaftslose. Sei ruhig, du Trunkenbold. Kann ich hier rein? Hier im Bett? Hallo? Ihr habt hier nichts zu suchen. Raus! Ich will nur schlafen, Alter. Das ist das Schlimme daran. Nicht nochmal. Ach, ihr doch. Ich halt wieder. Wie Kopfgeld! Wache. Ich möchte gerne mein Kopfgeld bezahlen. Ich habe ein Gasthaus gefunden. Und mehr noch. Dazu komme ich gleich. Was? Das ist ja schrecklich. Erzähl mir davon. Was ist geschehen? War nichts ahnt, meine Einkäufe erledigen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass mir okay. So ein widerlicher Kerl folgt. Der Bett. Hat zwar sein Bestes gegeben, um nicht aufzufallen. Okay. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Wenn du jetzt nicht aufpasst, ist es um dein Geld geschehen. Ich sag dir was. Der Mann kam sicherlich aus der Unterstadt, so wie der gestorben hat. Darf ich hier? Ein Vampir wie ein Bart aus Rosen. Ich sag's dir. Hallo. Nimm bitte zum Schl... Bist du Wirt? Bist du Wirt? Ein Fremdländer, was? Lass mal in Ruhe. Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Ich will schlafen! Gib mir was zu trinken, ich suche einen 12 Minuten, was frei. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber... Mir egal, mir reicht doch ein Feldbett. Ich würde es euch ja für lau geben, aber das gibt mein Groschenbeutel derzeit leider nicht her. Was, warte. Ich bin jetzt falsch ausgewählt. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber... Schade. 10 Gold zu wenig. Aber immer doch. Ah, 17 brauche ich, okay. Dann verkaufe ich eben ein bisschen was. Nimm das. Nimm das. Hör auf zu rülpsen! Alle lachen. Nur ich nicht. Ich find's widerlich. So. Aber immer doch. Nein, ich will nichts kaufen, ich will. So, mal so, weil er wieder nicht wollte, wie ich. Ja, wir hätten da was. Zwar kein so, Spaß, klingt vernünftig. Ich gib mir was. 10 Groschen. Ja. Erholt euch gut. Danke. Der Pater endlich. Die Verse der Barmherzigkeit. Pass auf dich auf. Du oh Gott, schon wieder sowas. Ich darf schlafen, endlich. Ich bin so müde. Ich kann nicht mehr stehen. Es ist ja richtig... Also 10 Stunden davon schlafen, aber früh ins Bett gehen. Müssen wir auch erst um 6 Uhr aufstehen. Krass, ey. So früh bin ich noch nie ins Bett gegangen. Schon lange nicht mehr, ganz ehrlich. 10 Stunden schlafen, boah. Schreit wohl. Aber wie lange hab ich eigentlich unterhalten, ne? So, die Lösung des Rätsels mit dem Schrei war eigentlich sehr einfach. Ich hab's einfach nur übersehen, weil ich schon vorbeigelaufen bin. Und zwar, unten am Strand, da war ein Schrein. Ja, genau da war der schon. Jetzt muss ich den Weg zurückfinden. Warte. Okay, ich lauf schon richtig. Richtung Süden, wenn mich nicht alles täuscht. Das Beste ist wieder Tag. Ja, das ist hell. Wir sehen wieder was. Das ist großartig. Großartig. Und ich bin aufstoßen, weil ich irgendwas gegessen habe. Sollte uns nicht stören. Huhu, Hühnchen. Wenn ich dich töte, kriege ich wieder ein Kopfgeld von 5. Ist aber was aufgefallen. Manchmal, wenn ich da guck, da ist das Schrein. Das war der. Könnt ihr es glauben? Der Scheißjunge hat mir nicht gesagt, guck mal da oben der Schrein oder guck mal auf deine Karte der Schrein. Da war irgendwo die Büchse. Da. Und den Schrein hier meinte er. Und hier müssen wir es lesen. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlen Baum schließen.
Und zwar, scheint das hier eine Art Schnitzeljagd zu werden. Ich habe mir die Lösung einfach rausgesucht. Und zwar, wenn ich jetzt nach Westen gucke. Aha, sehe ich einen Baum. Das ist der falsche. Da, seht ihr den Baum? Und genau bis zu diesem Zeitpunkt hier, genau jetzt, wo ich stehe, habe ich geguckt und wieder weggemacht. Weil den Rest will ich alleine erforschen. Ich möchte natürlich wissen, was das damit auf sich hat. Am kahlen Baum soll ich mir was angucken. Und zwar ein verdächtiger Erdhaufen. Ja, das Tutorial ging irgendwie nur 5 Minuten oder so. Oho. Okay. Ein Schädel, den will ich am Charme. Spitzfingertrank und die Flöte, die ich nicht haben will. So. Da ist der Baum. Und schnell speichern, weil irgendwo hier muss ja wohl noch ein Hinweis versteckt sein. Hast du eine Krabbe? Und ja, das klingt so seltsam. Das bin nicht ich oder das Spiel. Ist es vielleicht tatsächlich das hier gewesen? War es das Grab? Ich bin da. Hier befindet sich nichts außer ein kleines Grab. Ich gehe da rein. Flechte. Das war aber, glaube ich, nicht das, was ich gesucht habe. Wie hieß das nochmal? Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlen Baum. Ja. Irgendwas muss hier sein. Es kann doch nicht wirklich das Grab gerade gemeint sein, oder? Oder meint ihr diesen Baum? Sieht auf jeden Fall verdächtig danach aus, als könnte ich da hochgehen, nicht wahr? Ja, sieht aber echt nur danach aus. Kacke. Der Oblivion-Trick geht nicht mehr, ne? Nein, okay. Oh Gott, ich kann da reingucken. Der Oblivion-Trick war einfach kurz nach hinten gehen, dann springen und dann kannst du nach vorne gleiten so ein bisschen. Dann kannst du so steile Wände hochkommen. Das geht hier leider nicht mehr. Weil sobald du halt so singst, kannst du nicht mehr springen. Bei Oblivion ging das noch. Ja, okay. Das ist nicht der richtige Weg. Aber was ist dann die Lösung? Warum klingt Audio so doppelt? Ja, vielleicht diesen Felsen da. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich starte mal kurz das Spiel neu. So, ich bin jetzt mal ein bisschen rumgesprungen. Und dabei ist mir was aufgefallen. Und zwar, und jetzt wird das Spiel mittlerweile wieder mal gestartet. So kahl dieser Baum auch ist. Seht ihr das? Vielleicht ist das der kahle Baum. Warum verschwinden? Hä? Neue Bugs gefunden? Okay. Das da hinten ist der kahle Baum. Es sei denn, wir finden noch einen. Das da ist. Ist das ein kahler Baum? Ja, okay. Ist er das denn? Ja, mit ein bisschen Fantasie ist der westlich, auf jeden Fall. Auch wenn ich vielleicht eher sagen würde, dass der schon fast wieder nördlich ist. Ja, wir haben gerade ganz andere Grafikprobleme. Wenn die nicht schon weg sind, mal gucken, ob ich da hochkomme. Ich weiß nicht, ob das ist. Er ist mir heute nur aufgefallen, weil da war halt gar nichts außer das Grab. Und jetzt haben wir das Geräusch kenne ich. Das Grab haben wir halt geplündert und wir haben einfach gar nichts gefunden. Das ist Nirnwurz. Oder hier ist es ja Satyr-Kraut. Wir müssen den Weg da hoch finden. Ah, gut. Dankeschön.
Hier ist ja Würenwurz, nicht Nürnwurz. So. Bist du der kahle Baum? Also ich finde das als Versteck hier deutlich ansprechender als der Baum hier. Und das Treppe, okay. Haben wir hier irgendwas? Also ich würde ja sagen, hier ist irgendwas versteckt. Mana-Pilze nur. War da was? Nein. Ach so, ein Klingenkraut. Also ich habe mich da gerade ein bisschen umgesehen. Wollte ich eigentlich gerade machen, aber ne? Da wollte ich einen Cut machen, aber irgendwie habe ich dieses Nirnwurz gefunden. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch was finde. Siehst du verdächtig aus? Nicht so sehr, wie ich es mir vielleicht erhofft hätte. Was ist das? Erkläre dich! Schatulle! Ah, das war's. Nachricht für den Finder. Nehmen, kalte Nacht. Ein Schwert mit einem solch einem gut klingenden Namen. Was da wohl hintersteckt? Objekte, die Waffe ist für mich viel interessanter. Eisenclaymore der Flamme ist ja das Ding, das wir benutzen. Und die kalte Nacht ist aber ein Einhandschwert. Können wir auf jeden Fall zercraften. Tja, klar, da haben wir noch was für den Finder. Und zwar Nachricht an den Finder. Werter Finder, wenn ihr das lest, bedeutet das, dass ihr mein Vermächtnis gefunden habt. Wer auch immer ihr seid, nehmt es euch und setzt es für einen sinnvollen Zweck ein. Ich betone erneut, sinnvoll. Um keinen Preis in der Welt werde ich meine Tochter und ihren idiotischen Machenschaften einen wohlverdienten Groschen überlassen. Was? Nein, ich weiß nicht, was sie da macht. Könnte sowas wie Wing Chun sein, oder... Wie heißt das? Halt diese Kampfsport, diese Kung-Fu-Bewegungen, die dem Kämpfen nachgeahmt sind, aber viel zu weich dafür aussehen und eher einem Tanz ähneln. Wie hieß das nochmal? Das war nicht... Ich hab's vergessen. Schreibt's in die Kommentare. Mir fällt gerade der Name dafür nicht ein. Wahrscheinlich erst später wieder. Ich such mal wieder den Jungen. Tai Chi. Das Wort, das ich eben gesucht habe, war Tai Chi. Das ist der Junge. Wir speichern mal. Du hattest wirklich recht. Beim dritten Hinweis war ein Schatz versteckt mit einer Menge Groschen. Was? Wirklich? Das ist ja großartig. Juhu. Wie viel war es? Dann machen wir halbe halbe. Mein Sohn! Hälfte geben, eine Menge hier. Das dürfte ungefähr die Hälfte sein. Ziel ist ein Drittel geben, einiges hier. Tut mir leid, Junge, aber ich brauche das Geld. Ich wollte eigentlich die Auswahl nehmen, ihm alles zu geben. Hier. Boah, ist das viel. Mann, das ist so großartig. 1000 Dank, wirklich. 50 Dank. Ich hoffe echt, dass das für den Spitzbartmann genügt. Komm jederzeit bei uns vorbei, wenn du reden willst, alles klar? Du bist ein guter Mensch und Mama sagt immer, von denen gibt es viel zu wenige. Das stimmt allerdings, mein Freund. Und wir haben ein Level-Up dafür bekommen. Ich bin dafür, dass wir mal ein bisschen auf Mana gehen. Und wie heißt dein Vater? Was zum Teufel machst du da? Mr. Pater. Salbebö. Ich würde ganz gerne wegen dem Spitzberg mal gucken. Ah ja. Gut. Ich hatte eigentlich heute was anderes vorgehabt. Und zwar das Schönheitselixier holen und das Kopfgeld zu holen. Kannst du mir bitte aufhören, mich umrennen zu wollen? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Aber ich schätze mal, sollte nichts dazwischen kommen, werden wir das Ganze morgen machen. Marek. Marek. Durrer Sichtschlag. Dann machen wir das einfach eben noch kurz. Aha, wir haben nicht ein Level-Up bekommen. Und jetzt können wir nämlich mal ganz kurz. Hat er gerade so gemacht. Wollte gerade seine Teufelsspirale benutzen und dann gemerkt, er kann das nicht. Hat er gesagt, scheiße, ich hab so viel Dragon Ball geguckt. Und wieder so. Trottel, so ein Nerd. Okay, was haben wir hier? Mental-Lehrling. Jetzt mal hier, ne? Genau, komm hier. Zack. Und wir kehren wieder zurück. Wir haben nicht alles gemacht, was wir machen wollten.
Und ich würde sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über das Däumchen nach oben, abonniere den Kanal und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.